Ich wünsche euch einen wunderbaren guten Mittag, guten Abend, beides in einem. Und herzlich willkommen zu Mario Kart 8 Deluxe. Diesmal bin ich nicht alleine, ich habe Heini dabei. Guten Tag. Oh, man hat dich sogar gehört. Danke. Ey, wir haben vor dem Stream, glaube ich, so roundabout 15 Minuten oder so nur damit gebraucht, dass man ihn hört. Weil Heini kann ja nicht reden. Und weil er so leise redet, einfach, ist ein bisschen weird. Drei und einfache Panik, um genau zu sein. Weil wenn du live bist und das Internet verschwinden würde, würde das Schlimmste, was passieren kann. Nein, alles gut, du kannst den Stream nachgucken. Leck doch nicht, alles gut. Okay, ich will jetzt trotzdem mal ganz kurz bei YouTube reingucken. Ich habe nämlich ein paar Stream-Einstellungen geändert. Denn die Verzögerung zwischen mir und euch ist tatsächlich geringer. Aber wir haben eine sehr gute Verbindung. Deswegen ist das nicht schön. Habe ich was Spannendes zu erzählen? Eigentlich nicht. Es gab nichts Neues seit Samstag. Seit Freitag. Wir haben Freitagabend gestreamt. Da haben wir irgendwas zu erzählen, was Spannendes. Nintendo Direct. Ich habe schon geschrieben, wenn wir nachher noch Zeit haben, werden wir maybe auf die Direct reagieren. Ich glaube, ich rede so laut, gell? Dein Mikrofon heult einfach schon da drüben. Wir haben jetzt nämlich zwei Mikrofone. Einmal das hier. Und einmal das hier hinten. Ne? Wundert euch nicht, wenn ihr mich manchmal ab und zu doppelt hört. Ich bin halt ein bisschen laut. Sorry. Überfahr gerade hier wieder Kabel und sowas. Kann passieren. Die Nintendo Direct, genau. Ich komme echt aus meinen Themen raus in letzter Zeit, gell? Das ist krass, ja. Das ist so... Okay, also. Wenn wir Zeit haben, werden wir nachher um 18 oder um 19 Uhr noch auf die Direct reagieren. 19 Uhr wäre halt ein bisschen spät, weil Heini muss noch nach Hause. Sagen wir so, er muss noch nach Hause. Und deswegen, kommt auf die Zeit drauf an. Also wenn wir noch genug Zeit haben, auf jeden Fall. Ich habe mega Bock. Ich hoffe, es gibt was Neues zu Mario und Rabbids. Seitdem ja Rayman einfach drinne ist. Einfach krass. Spielt er auf einer Konsole, auf zwei. Die Sache ist, sehe ich aus, als wäre ich reich. Ihr seht Heini nicht. Aber Heini hat keine Switch und ich habe keine zwei Switches. Deswegen werden wir wahrscheinlich zu zweit auf einem spielen. Haben halt einen Splitscreen. Ihr müsst euch damit zufrieden geben. Wenn es euch stört, dann schickt mir eine Switch. Ich wollte gerade PlayStation sagen. Ich bin verwirrt heute. Ich bin ein bisschen verwirrt. Ja, okay. Nee, alles gut, alles gut. Aber wir sind tatsächlich bis jetzt nur einer. Wahrscheinlich kommen... Banane hatten wir schon seit ein paar Streams nicht mehr dabei. Chris auch nicht. Aber wahrscheinlich kommt Patrick nachher nochmal und ein paar andere einfach zu zocken. Wir probieren es heute nochmal über meinen Freundescode. Und wenn es nicht funktioniert, Laurin, du weißt Bescheid, dann musst du supporten. Thank you. Cool. Heini ist nicht informiert. Bei mir funktioniert mein Freundescode manchmal nicht, weil mein WLAN hier oben so ultra bad ist. Und dann machen wir es immer über Laurins Freundescode. Ja. Okay. Weil zurzeit ist meiner noch oben angepinnt, das ist hier, das ist das Blaue. Kennst du safe? Schon mal YouTube-Livestreaming gesehen. Du hast schon mal mit mir gestreamt. Ja? Ich bin maximal verwirrt heute, guys. Man sieht das Mikrofon hier. Lass mich mal. Ich mach alles kaputt. Ey, ich war das nicht. Das war vorher schon. Funktioniert. Okay. Perfekt. Also, Guys, wir warten noch, bis ein paar Leute da sind. Und dann starten wir direkt rein. Und ich überlege mir jetzt irgendein spannendes Gesprächsthema. Meinst du, der ist schon eingelöst? Oder ich sollte in die Cam? Irgend so ein Gewinncode von... irgendeiner Marke, die ich nicht promoten darf. Aber jetzt erstmal ein Stück Wolwig-Wasser. Der war schlecht. Habe zwei Katzenkanäle und zwei Hundekanäle gefunden. Okay, ich hatte früher eine Katze. Ich sag dazu gar nichts. Wir hatten eine Katze. Wir hatten theoretisch drei. Eine ist irgendwie nie wieder zurückgekommen. Die andere weiß ich nicht so ganz. Die haben eigentlich den Nachbarn gehört. Und die andere ist auch verstorben. Vor Weihnachten, das war nicht so nice. Egal, darüber soll es gleich gehen. Wir wollen hier gute Stimmung. Einen Hund hatte ich auch schon. Der ist auch schon verstorben. Bei den Katzenkanälen sprechen die Katzen praktisch. Okay. Und einen Dog hatte ich, der hieß Angel, so wie Engel auf Englisch. Achso, ja, ja. Okay, gute Erklärung. Angel geschrieben. Gut fürs Bootfahren, immer mitnehmen den Hund. Und der ist auch verstorben, aber den haben wir weggegeben, weil er aggressiv auf mich war, weil ich aggressiv auf ihn war. Und reden wir nicht drüber. Habt ihr eigentlich schon gemerkt, dass mein Stream jetzt viel, viel schöner aussieht als vorher? Ich habe nämlich ein paar krasse Einstellungen geändert,
dass das Bild ein bisschen schärfer ist. Und zwar habe ich einfach die Bitrate runtergestellt und dafür die Streamqualität hoch. Mein Prozessor brennt trotzdem, das siehst du hier unten. Ab so 20 brennt er, also wenn es der hier ist. Würde ich sagen, 20 ist schon übertrieben. Die eine unterhält sich mit ihrer Besitzerin. Okay. Ey, ich gucke auf YouTube realde Sachen an und du sowas. Alles okay, gar kein Problem. Ich muss sowieso einen ASMR-Stream nachher noch draus machen für einen Kollegen, der wollte unbedingt ASMR heute. Dann mache ich das nachher noch. Beim anderen, die sagt, was sie macht. Das ist schon weird. Okay. Wobei, ich habe auch schon einen Hundekanal safe angeschaut. Okay, jetzt nicht im Info-View, muss ich wieder die Szene wechseln, keine Ahnung. So, wir sind tatsächlich immer noch ein Mensch. Ich bin mir sicher, die anderen kommen später dazu, 17 Uhr, so wie ich sonst immer stream. Aber das wird mir sonst einfach von der Zeit nicht reichen. Ja. Okay. Dann können wir nochmal kurz appreciaten, dass diese Marke echt gute Stühle herstellt, die von alleine runterrutschen, ich den jetzt erst wieder hochmachen muss. Das ist vor allen Dingen ist das der neue Stuhl, gell? Können wir das kurz dingsen? Okay, fängt wieder von vorne an. Wir sind drei? Ach, bei mir ist alles in letzter Zeit buggy. Also bei YouTube steht eins drinne. Also bei YouTube Studio, bei mir im Stream-Ding steht eins drinne, bei OBS. Und alle streamen die Direct. Ey, wirklich, alle... Der Stream und in YouTube selber steht auch eins. Also theoretisch sind wir zu dritt, da hast du... Theoretisch... Joa, wir haben schon 6 Likes bei einem Zuschauer. Einmal Applaus für euch. Für dich. Ja, theoretisch sind wir zu dritt. Heini, Laurin und ich. Wir sind die drei. Jetzt hätte ich... Ich habe voll Bock auf die Direct zu reacten, aber die läuft jetzt halt schon, weil... Ich glaube, sein Internet ist an dem Punkt gestürzt. Okay. Wenn soweit dann nichts weiter ist, dann lass uns doch mal rein switchen. Start, ja, start. Aber lass es mich erstmal über mein Ding probieren, über meinen Link, okay? Also über meinen Freundescode. Wir testen und wenn es nicht funktioniert, funktioniert es halt nicht. Im Übrigen habe ich jetzt die Kamera gedreht, dass ich so ins Bild reingucke und nicht mehr so. Was bedeutet das? Was habe ich davon? Warum kriege ich Benachrichtigungen? Das interessiert mich nicht. Sie haben mich ins Gesicht gefilmt, das dürfen sie nicht. Okay. Du sagst du, ich unterhalte mal die Leute. Erzähl mal sowas aus deinem Leben. Über deinen Dad. Er lebt. Echt? Krass. Okay, wir gehen Online-Turnier und zwar zweit. Das ist stupid gerade gewesen. Wobei. Eigentlich nicht. Nee, eigentlich nicht. Einmal ich. Nein, das war mein falscher Account, gell? Ich wette um 3 Millionen, dass es nicht klappt bei dir. Freunde und Mitspieler? Freunde und Mitspieler. So, lass mal, du kannst einen Raum stellen, privat, möchtest du einen Raum stellen? Ja, möchte ich. So, du kannst jetzt mit dem Stick einen Charakter aussuchen. Du kannst nicht das Wiggler-Card nehmen, das habe ich auf dem Account noch nicht freigeschalten. Deswegen, okay. Ja. Wow, Luigi! Nee, das Wiggler-Card mit den kleinen Reifen und dem Standardkleider ist ja das perfekte Bike, weil das am ausgewogensten ist. Ich habe einfach das mit dem krassesten. Anders wild. Okay. Das machen wir aus. Also, warte, du musst ganz kurz Fuß drücken. Und, okay. Das ist einmal die automatische Lenksteuerung auf L und R, dass du von alleine fährst. Also, du musst in dem Spiel eigentlich gar nichts machen. Und jetzt siehst du auch ungefähr, was du einstellen möchtest. Du kannst bei den Standardsachen bleiben, du kannst dir irgendwas ausdrucken. Du kennst Mario Kart, oder? Ja, okay. Aber wir kriegen das hin heute. Wir kriegen das hin heute. Das hab ich eben. Das mit den Rallye-Reifen. Heißen die Rallye? Ja. Und die Parasegel aus BOTW. Weil manche Leute da draußen warten immer noch darauf, dass ich The Legend of Zelda weiterspiele. Laurin, es wird kommen. Irgendwann. Wenn ich Bock habe an einem Samstag. Diesen Samstag. Spoilerwarnung, gibt es den 100% Kirby-Stream? Ich glaube, ich habe das bestimmt sogar schon erwähnt. Ist ja auch egal.
Weil morgen und übermorgen kommen noch zwei Kirby-Videos. Spoilerwarnung! Und am Samstag kommt dann der 100% Kirby-Stream und wahrscheinlich nächste Woche geht's dann mit Stray und etc. und sowas los, weil dann mein PC wieder steht. Sieht wunderschön aus. Du siehst doch nicht mal aus wie ich. Oh, das war... Warte. BBB, alles gut. Viel Glück. So, Laurin, kannst du reinjoinen? Du kannst nicht laufen. Du siehst mir ein bisschen ähnlich. Echt? Ja. Lauri, oh. Ja. Okay. Klappt nicht, aber wer gibt mir jetzt die 3 Millionen? Ja, ich nicht. Ich nicht, mein Freund. Ich will dir jetzt keine Aufgabe machen. Mach du meinen Raum auf und ich ändere ganz kurz meinen Code gegen deinen. Wobei, ist ja eigentlich egal. Schreib deinen Code einfach nachher rein, wenn du Zeit hast. Solange noch niemand im Stream ist, ist gar kein Thema. Falls du überhaupt noch da bist. Ich spiele mit Freunden, ich auch. Ja, du musst einfach nochmal kurz durchspammen. So, Laurin, wir machen 200... Ich hab's schwer beschwert. Wir machen 200er CCM. Schlausteuerung und das Ganze alles bitte aus. Und wir machen Rainbow Road, die schwere. Okay. Die hier. Die vom SNES, die ich so todes hasse. Okay. Oh krass, du willst genau das gleiche aus wie ich. Ach, du kannst ja gar nicht wählen. Okay. Dann, das wird absolut Horror für uns beide. Aber der Streamtitel sagt ja alles aus. Mario Kart, ja. Aber ich werde immer letzter. Ja. Krass, wir sind sogar gegen Laurin zusammen im Team. Du bist Profi? Wieso heißt ich Kaysam und du Pädagoge? Und warum steht Pädagoge falsch? Du bist, Heini ist rechts, ich bin Wario. Wario. Hat mega weh gerade. Vergessen wir das. Ich habe einen Fehler gemacht. Laurin, wir müssen gleich nach dem Rennen Pause machen, tatsächlich. Ich muss den Game-Sound runter machen. Ich mache jetzt den Game-Sound runter. Sorry, ich habe das vergessen. Egal, ich bin nicht letzter. Ich bin letzter. Nein! Nein! Okay, jetzt gibt's aber hier, sage ich dir, ganz ehrlich. Oh mein Gott, bin ich fest! Okay. Das ist halt anders. Ey, du kommst nicht um eine Kurve! Ich bin Zehnter. Laurin, bist du Erster? Nee, auch nicht. Was? Wobei, Laurin, als wer fährt Laurin? Ich habe Laurins Char nicht gesehen. Oh mein Gott, knochentrocken. Du kannst den nicht bremsen, wenn du einen Stern hast. Hat gerade die Konsole geleckt oder mein PC? Mein PC leckt. Nein, warum jetzt? Ich habe schon den Ventilator hingesteckt. Ja, aber der überträgt nicht mehr flüssig, also nicht mehr ganz. Also ganz ehrlich. Ja, was ist denn das? Also ich bin... Oder es ist die Capture Card. Weil manchmal, ich weiß nicht, ob ihr das im Stream hört, aber die Game Audio funktioniert nicht richtig. Erster, ja, Laurin, ist schön für dich. Ich bin froh, wenn ich vor Heini ins Ziel komme. Das wird passieren. Wird passieren, echt? Wird passieren. Oh ja, hier ist auch schon das Ziel. There we go. Und, ja, guck, der Stream laggt. Der Stream fängt an zu laggen. Guys? Laurin, schmeiß uns mal kurz aus der Runde raus. Ich unterbreche mal ganz kurz die Übertragung. Kurz Black Screen. Wir sehen uns gleich wieder. Echt wortwörtlich? Jetzt warte ich kurz, bis der Stream übertragen wird. Wir sind back? Okay, wir sind wieder da. Guys, ich musste einen neuen Stream machen, weil OBS nicht darauf klargekommen ist, die Übertragung zu beenden, sondern gleich auch noch den Stream beenden musste. Und das finde ich schön. Toll, das ist schön.
Hier mein Freundescode, den kopiere ich auch noch mal kurz raus. Hallo und Dankeschön, Strang C und Strang V und Enter. Ich werde den Stream einfach nachher runterladen, zusammenschneiden und nochmal hochladen. Ich kick den jetzt ganz kurz noch aus der Playlist raus. Waitet einfach kurz einen Moment. Laurin ist wieder da, Laurin. Okay, perfekt, perfekt. So, während ich jetzt hier noch ein bisschen was... das hier und das hier, beide. Ich werf beide Streams raus, einfach damit... Nicht, dass das verwirrend ist oder so. Für euch. Aus Streamliste entfernen, aus Streamliste entfernen. Mario Kart Community Streams entfernen. Mario Kart Community Streams entfernen. Okay. Wir sind wieder da. Wir sind wieder da. Ja, das ist... Okay. Okay. Wir sind back. Und diesmal sieht es tatsächlich auch besser aus, weil die CPU nur noch halb so ausgelastet ist einfach. Wie krass das einen Unterschied macht. Aber dafür sieht jetzt der Stream halt... Ich sag mal so, nicht ganz so schön aus, aber akzeptabel. Also ich persönlich bin damit nicht zufrieden, aber 90% von euch schaut das eher auf dem Handy und wer von euch hat ein Full-HD-Display? Okay, Laurin, machst du... Achso, ich muss erstmal rein, gell? Laurin ist wieder drin, guys. Okay. Aber wieder kurz durchspammen. Boah, fast gleichzeitig. Einfach seelenverwandt, ich sag's dir. Okay. Okay. Laurin, was geht? Hallo. Ich vote diesmal für den Babypark. Das heißt, wir voten für den Babypark. Ja. Ja, seit wann hast du eigentlich Entscheidungsrechte? Okay. Okay, und Laurin macht wieder den Regenbogenboulevard, den ich nicht mag. Please, es ist eine Chance von 66%. So will ich das. Let's go. Okay. Auch Leute dann bannen. Okay. Da sind wir. Das geht nur im Kreis. Ich glaube, ja. Das kriegst du hin. Ja. Ist aber trotzdem bockschwer. Aber da werde ich immer Erster, weil die Strecke ist halt einfach so hart schwer, dass es schon wieder einfach wirkt. Let's go. Vor allem, wir sind im Team, gell? Du musst driften, wenn du innen driften willst, dann musst du innen Drift gedrückt halten. Oh, rum da! Das ist halt so eine Strecke, die kann ich, aber irgendwie auch nicht. Oh, Daisy wurde gedoubled. Ich bin mittlerweile Erster. Und Laurin überholt mich. Nein. Ich hab die Shell. Gibt es nur Panzer als Items? Sehe ich das richtig? Laurin? Hast du da was eingestellt? Wenn wir die Innenkurve nehmen. Hier nochmal schön die Red Shell raushauen. Hier nochmal drei Red Shells reindrücken. Bam that. Geht das okay? Fängt es wieder an zu laggen. Nein, please. Vierter, okay, immerhin. Ich weiß nicht genau, an was es liegt, dass wir manchmal so Toncrashes haben. Aber vielleicht, weil einfach zu viele Sachen am PC angesteckt sind. Das ist deine Schuld. Boah, bist du... Das ist richtig schlecht. Ja, ich weiß. Ich dachte, bist du bist ein Mario Kart-Profi. Wo denkst du hin? Wie viele Mario Karts hast du schon gespielt? Eins irgendwann mal. Eins. Vielleicht. Hatte 4 Green Shells, alle roten abgewehrt. Ja, schön für dich. Mir doch egal. Wir haben eine höhere Gewinnchance. Wir gehen in eine neue Strecke.
Möchtest du wirklich zurückgehen? Nein. Und zwar nehmen wir den Waluigi-Flipper wegen der Musik. Ist gut, gell? Ganz kurz, damit ihr das versteht. An der Stelle, Heini hat tatsächlich keine Kopfhörer. Warum wird mein Chat permanent eingeblendet? Das habe ich so nicht eingestellt. Safe Settings. Ah, okay, perfekt. Ist das dein Ernst? Ich hasse diese Strecke so sehr. Wir machen trotzdem Waluigi-Flipper gleich. Also ich versuche so häufig zu voten, wie es geht. Laurin? Ey, Laurin, so und so. Hallo! Ich gehe gleich! Wir bleiben aber erstmal entspannt, Guys. Schließlich bin ich mit Heini. Wobei, eigentlich müsste Heini zu Laurin ins Team, weil dann hätte ich höhere Gewinnchancen. Von den Punkten. Danke. Ja, weil jeder Charakter im Game besser ist als du. Aber du bist ja Mario Kart-Profi. Also anscheinend. Wurde mir so gesagt. Ey, ich habe 4 Red Shells. Und werde trotzdem überholt. Das kann nicht wahr sein. Ey, dieses Driften und Bremsen, seitdem ich das gelernt habe, ist so smart. Während dem Drift gleichzeitig zu bremsen, du kommst echt besser am Kurven rum. Wieso driftest du eigentlich nie? Du kriegst damit einen kleinen Powerboost. Ich versuche es. Achso. Ich falle aber auch die ganze Zeit dabei runter. Ohne Blue Shell? Laurin, da kommt was für dich. Wieso ist Laurin vor mir und ich bin Elfter? Es ist die Zeit gekommen, in der ich schlecht in dem Game bin. Aber ich treffe dafür Laurin. Da gibt's noch mal einen Laurin extra für dich. Ha! Ach, der ist schon im Ziel. Oh. Oh, damn. Ich habe ihn abgeschossen, obwohl er im Ziel war. Die sind alle schon im Ziel. Oh, das war bad. Wir machen dem Titel alle Ehre, gell? Ja. Nur um das mal kurz zu appreciaten. Mich wundert es immer noch, wo die anderen bleiben, aber ich will mich nicht beschweren, die sollen sich Zeit lassen. Alles okay. Alles okay. Ich will Banane wieder, den haben wir erst einmal im Stream gehabt. Der war schon lange nicht mehr da. Ich will Waluigi. Waluigi Flipper will ich. Ja! Ich weiß jetzt aber nicht, ob das deine Stimme war oder meine. Egal. Unser Sieg, unser Sieg, unser. Eine. Unser Sieg. Okay. Unser Sieg. Oh, geht los. Shazam! Das zeige ich heute in letzter Zeit voll häufig, Shazam. Ich habe den Film nie gesehen oder die Serie, ist aber von DC, soll ich mir angucken. Aber Shazam nie gesehen. Du guckst du zurzeit noch Flash an? Eigentlich? Weil ich bin mit allem durch, von dem her. Was ist denn jetzt ein Flipperball? Hast du mit Flash aufgehört oder guckst du das noch an? Ich muss sagen, ich würde gerne damit aufhören, aber ich will halt wissen, wie es endet und nicht weiter darüber aufregen, wie schlecht die Serie doch ist. Ich kann verstehen, wenn Leute das mittendrin abbrechen sollten. Wendy? Hör mal auf mich zu. Link! Das war... Ich hasse dieses Game so sehr. Aber hier komme ich doch bestimmt gut durch. Oh! Ich throw hier die Green Shells. Ich treffe meine Key-Team-Charaktere. Perfekt. Oh, komm! Nein! Oh mein Gott, ich bin entkommen. Oder keine Ahnung, ob der für mich überhaupt bestimmt war. Oh, oh, habt ihr das gesehen? Ich bin über die Red Shell drüber gesprungen. Ich wusste nicht, dass das geht. Okay. Anders wild. Wild ist Jugendwort. Ich muss das sagen, dann fühle ich mich jung. Anders wild. Bleib doch im Drift, Mann.
So, und die lasse ich jetzt zum Schutz. Wobei wir sind im selben Team, wir sollten sich gegenseitig beschießen, gell? Ja, abgewehrt. Du mieser Typ! Das kann nicht wahr sein. Ich weiß, warum dein Mikrofon mich aufnimmt. Ja. Weil ich ein bisschen laut bin manchmal. Ja. Echt? Fühl ich mich schwerst beleidigt. Du bist leise. Ich wusste bis vor 5 Minuten noch nicht mal, dass du reden kannst. Oh, ich überhole den blauen Baby Luigi, der in krassester Geschwindigkeit an der Wand entlang fahren kann. Oh, ich bin zu früh in den Drift. Nein, was mache ich? Oh, der war so dumm. Nein, nein. Oh, da habe ich den Platz 6 verschenkt. Den hole ich nicht mehr auf, oder? Oder? Ich habe mich selber getroffen. Und ich wurde nochmal überholt. Aber diesmal von einem Teammate. Ich will eine Runde haben, in dem ich nicht von den Balls getroffen werde. Platz 7. Das ist nicht schlecht. Dafür, dass ich immer Platz 1 bin, schon eigentlich. Laurin, ich hasse dich. Wir holen auf. Leute, die jetzt in den Stream neu dazukommen, wir sind die rechte Seite. Habe deinen Kumpel überrundet? Ja, am Ende noch. Ach ja, da freut sich Heini drüber. Wir müssen dir mal einen gescheiten Namen geben. Heini klingt richtig dumm. Danke. Aber passt zu dir. Machen wir weiter mit... Du bist die neuen Strecken noch nicht gefahren. Lass mal den Ninja Dojo machen. Du bist doch so Anime-Fan und so. Und, ja. Ja, mein Kumpel ist halt ein schlechter... Mein Kumpel. Sag mal Kumpel noch, Laurin, du bist jünger als ich. Sag mal Kumpel noch? Okay. Finde ich ziemlich wild, meinen Kumpel. Einfach bodenlos, wie schlecht er fährt. Danke. Sheesh. Zass. Cringe. Heini wie Heiliger Hain. Da ist das Master Sword. Im Heiligen Hain ist das mal... Hör auf, mich zu spoilern. Ich bin mit BOTW noch nicht so weit. Du hast BOTW durch, gell, Heini? So, Laurin, da gibt's jetzt die Red Shell. Laurin. Dass ich das überlebt habe. Dass ich Vierter bin, ist ein Wunder. Dass ich überhaupt noch nicht von der Strecke gefallen bin, ist ein Wunder. Hallo, Laurin. Wir steigen auf, immer höher. Wir steigen runter, immer tiefer. Yo, was war gerade mit meinem Drift los? Ich bin gerade voll in die andere Richtung gedriftet. Obwohl ich gegengelenkt habe. Hi, wieder. Da ist dann der Scam auch wieder da. Ich will einfach nur hier gut um die Kurve kommen. Yes! Jawohl! Zack! Da ist der Jump. Ich bin oben, ich war hier noch nie. Ich war hier auch noch nicht im Let's Play. Vielleicht soll ich das nachreichen, aber ich nehme deswegen nicht nochmal eine neue Folge auf. Wir ziehen hoch. Oh, jetzt komme ich nach oben. Perfekt. War Luigi. So offen, deinen Namen so rumzubrüllen. Hör nicht mal Fahren. Was. Ja, du hast gerade geschrien, war Luigi. Ich schmeiß die alle weg von Red Shell auf. Irgendeinen Typen vor mir. Ich will hier rum. Nein! Oh, da kommt eine Blue Shell, Laurin. Pass auf. Warum helfe ich dir eigentlich? Ich weiß es nicht. Dafür jetzt ein Abo. Ein Like, ein Like. Ich glaube, du hast schon abonniert seit 20 Jahren oder so. Yo, hast du gerade in der Karte gesehen, wie die weggeleckt sind? 3, 4 rote Charaktere von uns waren gerade in der Mitte und haben sich 5 Meter weiter teleportiert gerade im Spiel. Nicht gesehen? Ich achte auch viel zu viel auf sowas. Oh, das ist out of map. Krass. Wusste ich nicht. Das sieht halt aus wie ein Weg. Jetzt geht's schön um die Kurve. Ah! Ich bin im Ziel. Ich hab's ins Ziel wenigstens geschafft.
Bodenlos, dass du das nicht schaffst. Bodenlos? Ja. Hat man das nicht in... 3 Blue Shells in einer Runde, krass. Krass. Bodenlos, hat man das nicht schon 1870 gesagt oder so? Ich schreie schon wieder so viel, meine Hände fangen an zu kribbeln. Das merke ich, wenn ich zu wenig trinke, zu viel rede, zu viel Energie verbrauche. Dabei habe ich vorher seit über 7 Monaten meinen ersten Döner gegessen. Weil ich bin ja auf Diät, wie ihr wisst, Guys. Und deswegen... Ja, habe ich trotzdem mir einen Döner genehmigt, damit ich heute fit bin. So, Tokio, du bist auch so ein Anime-Fan. Lass mal so eine Standardstrecke nehmen. Welche hat denn jeder schon 20 Mal gesehen? Ja, komm, lass uns Hyrule's Piste machen. Weil die ist actually nice mit dem Gimmick, mit dem Schwert, mit dem Master Sword, was in der Mitte hochfährt. Du kannst, wenn du ein paar Sachen anfährst, aktivierst du was. Dadurch geht was hoch. Also, dadurch kannst du springen an einem bestimmten Punkt. Okay. Auf der Wii U war das auch so. Hast du nie herausgefunden? Schlechter Gamer. Sieht halt hier ein bisschen bad aus, weil das so klein ist. Es tut mir leid, ich kann es nicht ändern. Kauf dir eine eigene Switch. Okay, Vollgas! Übrigens, du sammelst hier legit Rubine. Und warum habe ich 4 Rubine? Okay, ich kürze ab. Diesen Sound. Das hört sich an wie Zelda-Sounds. Also, wirklich. Wie dieser Sound, wenn du eine Kiste öffnest, nur dass er geloopt ist. Was ist? Und hier, wenn du hier alle diese Steine aktivierst bei mir, siehst du die? Dann aktiviert sie in der Mitte hier und du kannst hier rüber hüpfen über das Master Sword. Genau, Laurin scheint alle aktiviert zu sein. Ich bin an einem Zaun hängen geblieben. Ich bin allgemein hängen geblieben, aber jetzt auch noch am Zaun. Bitte. Da wird ein bisschen reingeworfen. Oh, ich habe Daisy getroffen. Ich wurde auch getroffen. Schütteln. Bringt in den meisten Games was. Oh, du kannst mit Schütteln Stunts machen. Krass. Bremsen. Im Drift zu bremsen macht so vieles einfacher. Ey, du bist einfach vor mir. Krank. Jetzt aber nicht mehr. Ja. Boah, du bist dritter. Oh mein Gott, das ist deine Strecke, ja? The Legend of Zelda ist so dein Game. Wild. Weil das sagt man heutzutage so. Rilt ist sowas von 86. Guck dir mal an, wo Laurin auf der Strecke ist. Ich werde gleich von dir überholt. Nee, werde ich nicht. Ey, solange du dritter bist und ich weiß, dass hinter mir ewig keiner kommt, bin ich echt zufrieden. Und ich werde auf dem zweiten Platz auch nicht von der Blue Shell getroffen. Ja, aber von Piranha-Pflanzen. Aber du nicht. Klar. Und so. Oh mein Gott, du hast mich fast getroffen. Boy. Sure. Oh, ich muss auf die Seite. Boah, der aktiviert auch die Dinger, die Blue Shell. Der Blue Shell, genau. Die Blue Shell aktiviert die Dinger auch. Jumpen. Oh, der Jump hier bringt actually was. I didn't know that. Ist Laurin schon im Ziel? Ja, ist er. Die Blue Shell musste einmal um die ganze Map. Der vor mir hat die geschmissen. Also der letzte Platz hat die geschmissen. Krank. Der letzte Platz hat die geschmissen. Um die ganze Map. Ja, Guys. 230 Punkte habe ich schon. Und meine Lieblingsstuhlmarke, die jetzt bei euch spiegelverkehrt ist, zeigt mal wieder innovativ, was für gute Stühle sie macht. Kauft euch Backforce. No Produktplatzierung at this point. Lass mal den Regenbogen-Boulevard machen. Auf welche Strecke bin ich jetzt? Da müsste ich eigentlich total rocken. Da habe ich im 150er meinen Weltrekord gehalten. Aber nicht im 200er. Im 100er, nicht im 150. Die kennt auch kein Mensch, diese Strecke. Gab's auf dem 3DS, Cooper Großstadtfieber. Okay. Ich damn, das ist so lange her schon. Ey, ich hab 3DS-Strecken fast gar nicht mehr im Kopf. Vielleicht kriege ich das auf einem Emulator zum Laufen. Ja, auf dem Citra oder nicht, ja? Könnte ich das vielleicht mal maybe let's playen. Habt ihr Bock auf Mario Kart 7 AP? Schreibt mal rein nach dem Rennen. Also, Laurin halt. Ist ja sonst keiner da.
Ja? Okay. Laurin hat Bock auf Mario Kart 7. Wir sind drei Zuschauer an der Stelle, guys. Das ist doch mal was Schönes. The thing is, niemand kann mitspielen, weil Laurin seinen Freundescode noch nicht reingeschrieben hat. Wobei, ich glaube, die meisten haben Laurin schon direkt als Freund geaddet. Laurin, dank mir hast du mehr Freunde auf deiner Switch. Dank mir später. Hier gibt's jetzt aber die Blue Shell. Und ich fall wieder runter. Die Strecke ist aber auch schlecht. Also voll blöd. Aber ich habe die immer total gefeiert, weil du auf den Monitoren dein dich selber fahren gesehen hast. Und das war halt in Mario Kart 7 komplett die Neuheit des Jahrtausends. Und hier rum, please, please, please. Okay, okay, wir haben's, Ah! Okay. Ich bin erstmal safe. Link! Ah, nee, Link ist in meinem Team. Link, es tut mir so... Oh mein Gott, es tut mir so leid, Link. I am so sorry. Ich bin runtergefallen. Mal wieder an derselben Stelle wie vorher auch schon zweimal. Baby Luigi hat mich überholt an der Stelle. Ah, bitte nicht. Rosa Gold Peach. Ich hab Driften gedrückt. Was war das denn? Nein! Bin in Rosa Gold Peach reingefahren. Ey! Ich gehe gleich und komme nicht wieder zurück. Gar nicht mehr. Also wirklich. Das war's mit dem Stream. Laurin, was geht? Oh. Laurin hat mich gerade überholt. Ich glaube, Laurin ist schon im Ziel. Boah, ich bin jetzt zum ersten Mal in den Tunnel gefahren. Ey, hier gibt's richtig Blitzgewitter und so. Ich höre Blitze. Du auch? Wir stellen uns echt schlecht an. Dafür, dass ich meinen Weltrekord gehalten habe, stellen wir uns echt bald an. Aber halt 200er CCM ist halt nicht so schön. Ey, aber 284 Punkte für mich, finde ich gut. Mein Charakter ist 4 Runden schon gefahren. Ja, schön, dass du das nochmal erwähnt hast. Nee, jetzt lief ich. Jetzt wird gelieft hier. Nee, tschüss. Lief jetzt, so. Das war's mit dem Mitspielknopf. Jetzt siehst du, wie viele Rennen wir schon gefahren sind, wie viele ich davon gewonnen habe. 7. Ja, von 50. Von 50, ja. Shazam, Sam, Sam. Oh, er nimmt die Retro-Reifen. Ich habe keine Ahnung, ob die so heißen. Wir kommen wieder zusammen auf dem Erdball über den Wolken. Lass doch die Teams. Weil dann würde ich noch schlechter abschneiden. Dann würde ich noch schlechter abschneiden. 24 ja. Races. Ja, ist okay. Die Big Blue? Wie heißt denn die mit dem Falken? Mute City F-Zero. Die ist halt damn von Anfang bis Ende nur auf Geschwindigkeit aufgebaut. Excitebike ist Müll. Also, sagen Menschen. Deswegen, hier. Ist es ein Stück weit unfair, dass wir doppelt wählen können? Dass du nicht wählen kannst und ich. Ey, wir sind wieder im gleichen Team. Wir sind Team Blau, eben das, was vorher gewonnen hat. Sag ich doch. Ja. So muss ich. Ich gewinne, weil euch die Krone nicht steht, mir schon. Ich sag dir eins, ja? Wenn ich jetzt hier eine Krone hätte, würde ich sie jetzt aufsetzen. Ich würde mit Casino-Streams anfangen. Nein. Oh, ich glaube, man sie haut nicht mehr an. Egal. Zack, 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 bam, bam. Da habe ich den Speed mitgenommen. Oh yes, hier den Drift. Die ist halt einfach nur auf Speed ausgelegt. Die ist ziemlich relativ linear gerade. Und du hast kannst überall Speed mitnehmen. Münzen machen die schneller in dem Game, wusstest du? Wusstest du? Heini? Ja, schon mal gehört. Cool! Ich wusste das bis vor zwei Wochen nicht.
Oh, please! Einmal! Hey, warte, ich bin Team Blau. Ja? Ja, ich werfe die ganze Zeit Leute von Team Blau ab. Ja, immer noch. Hör doch auf. Jetzt aber hier, Katzenbeach. Komm, let go. Tschüss. Zack. Da kommt der fliegende K-Storm um die Ecke. Und macht hier wieder coole Sachen. Hier muss der Drift sitzen. Wer ist Erster? Laurin, is it you? Das mit den Panzern ist actually eine nice Idee. Uff. Zack, 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 zack. Nein, ich habe einen verpasst. Ich habe zwei verpasst. Egal. Oh, aber die Strecke bockt des Todes. Schön, dass andere Leute jetzt auch schon auf Laufen werfen. Nicht nur ich. Oh, den habe ich noch gerade so geworfen auf der Strecke. Yo, Laurin ist einfach schon wieder durch. Ey, wenn ich jetzt noch überholt werde, wirklich in der letzten Kurve, dann schrei ich. Das kann nicht dein Ernst sein! Ich hab... Okay, hinter mir ist alles safe. Ich bin stabil Zweiter. Der Dritte kommt erst jetzt an. Oha. Ja, die Strecken treffen sich ja an einem Punkt, wo wir übereinander fahren. Deswegen siehst du mich dann über die langfahren. Ich habe darauf nicht geachtet, ich habe dich nicht... Alles kaputt zu machen. Der wird teuer, das ist ein orientalischer Wandteppichschrank. Für 2.500.000 $. Ja? Ja? Keine Ahnung. Aber der gehört mir nicht. Okay. Dünn. Welche Strecke kennst du denn noch nicht? Du kennst alle, ja, das ist... Aber du kennst vielleicht maybe von den DLC-Strecken ein paar nicht. Hast du dir das DLC gekauft? Dann spielen wir jetzt die Kokospromenade wegen der Musik. Und du hörst es nicht. Ja. Jetzt aber schon. Ist der Stream im Hintergrund offen? Das wäre mega dumm. Nö, ist er nicht. Wir waren mal. Wir machen. Hörst du was? Nö, egal. Nö. Okay, dann halt nicht. Dann genieße ich gut. Das jetzt. Dann halt nicht. Das jetzt. Halt nicht. Ich sing für dich mit. Okay. Wie gesagt, Psychologe auf jeden Fall. Das ist mein nächster großer Step auf YouTube. Einen Psychologen beantragen und dann mal gucken. Seit wann bewegen sich die Autos? Das habe ich das letzte Mal schon gefragt, gell? Das ist ja neu hinzugekommen mit dem Update erst. Das war ein DLC, wo ich gar nicht finde. Das kam erst mit der zweiten Welle dazu. Okay. Ja. Die haben einfach extra für mich fahrende Autos gemacht, damit ich mich aufnehmen kann. Ich bin einfach for real Zweiter. Auch nicht mehr lange wahrscheinlich, aber ich bin es zurzeit. Das ist doch immer schon mal was. Triff doch links, Mann. Wie dumm musst du dir eigentlich rüberkommen, mich so zu hören, ohne Ton zu haben, weißt du? Dann irgendwie cringe. Ja. Du Metall Mario, du kriegst jetzt erstmal eine Red Shell ins Gesicht. Dann überhole ich dich. Und ich muss noch eine Runde fahren. Wow! Mario! Ey, hier, kein Englisch Rindfleisch. Boah, das ist zu fast. Ich hab ein Schutzschild, ihr könnt mir nichts. Ich kann fliegen! Ich bin abgestürzt! Ah! Habe 4 Überrunde.
Bin ich dumm? Ja. Aber ich bin dumm, aber im Ziel als zweiter Platz. Und Heini macht das Ding mit 12. 11. Ist eine 11. Du hast es nicht mal ins Ziel geschafft. Aber 11. Platz. Wow. Oh, ich muss meine Mitgliedschaft ab Donnerstag verlängern, da läuft die ab. Hunter, ich weiß nicht, ob du das siehst, aber Hunter, danke dir nochmal, dass du mir das gekauft hast. Mega nice von dir. Aber die läuft jetzt bald ab und ich muss dann eine neue holen. Und bei Instant Gaming, Leute, Fragezeichen IGR ist gleich K-Storm hinten dran, ne? Gibt's einfach 15 Euro. Dein Kumpel kann mir Blue Shells rennen. Hattest du Blue Shells? IDK. Ich hatte Red Shells. Ja, ich auch. 4 Stück. Was ist denn die schwächste Strecke aus dem DLC? Einfach nur eine A. Und die ist slow. Okay, also wir müssen uns jetzt anerkennen. Man sagt nicht mehr Bro, man sagt jetzt Kumpel. Dann wirken wir jünger, Mann. Wir müssen jung wirken. Wir sind wieder im selben Team. Ich habe 24 Punkte. Ja. Ach ja. Ah, geht los. Das ist eine sehr innovative Strecke. Ey, wie? Laurin hat irgendwelche Hacks an. Er ist im Geradeausfahren schneller als ich. War eine dumme Idee, den wegzuwerfen. Abgewehrt, Laurin, mein Freund. Ja, er drückt mir 3 rein. Laurin! Ich bann dich gleich. Aus deinem eigenen Server. Den wehr ich ab. This blue shell's coming after you. Ey, aber die Strecke geht echt gut runter. So knapp hinter dir, Laurin. Ich hab deinen Hinterkopf gesehen. Und beim nächsten Mal mache ich dich fertig. Aber wir wollen nicht zu toxisch werden. Wir bleiben ganz entspannt bei dem Game, nicht wahr? Genau. Ich bin always tiefenentspannt. Oh, hast du es ins Ziel geschafft? Ja, ich wurde doch überholt. Die ist ein CCM schneller als die Blue Shell. Okay. I didn't know that. Du hast es verdient, aber du bist trotzdem schlecht. Ich weiß. Aber du hast es wenigstens ins Ziel geschafft. Das ist eine Errungenschaft. Musst du den Kalender schreiben. Der erste Mario Kart 8 Deluxe. Hast du Deluxe schon mal gespielt, Nega? Nein. Du bist nur 8. Okay, I see. So. Suche ich hier unten Strecken raus, wenn nur diese 4 verfügbar sind. Das war so eine richtig... Oh, Standardstrecke 9000. Ja, Laurin, natürlich Regenbogen-Boulevard. Habe ich jetzt auch Bock drauf. Das war so... Ey. Wenn das Regenbogen wäre, ich wäre ganz dringend Toilette, Stream beendet. Internetprobleme. Es hängt... Zu le. Oh. Gameplay läuft flüssig. Ja, ist mir auch gerade aufgefallen. Egal! Guck dir mal, was Laurin für ein Start. Hä? Der Junge ist doch kaputt, Mann. Weißt du, wer auch kaputt ist, Laurin? Deine Green Shell hinten dran. Du hattest keine? Tja, dein Problem. Ich werde diese Red Shell bis an mein Lebensende behalten. Aber das ist halt die Standardstrecke, die ist einfach, da kannst du nicht viel falsch machen. Links, 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 komm! Ich bin einfach!
Laurin, was willst du? Jetzt gibt's englisches Rindfleisch. Also für die Leute, die kein Englisch kennen, Rindfleisch heißt im Englischen Beef. Und Beef sagt man zu Streitigkeiten. Das ist die falsche Musik, egal. Fünf Red Shades! Sechs Red Shades hintereinander! Ich geh, entspannt. Ey! Da ist die sechste! Entspannt! Und die siebte! Entspannt! Die achte! Hä? Ey, ich geh gleich, ganz ehrlich, ich hab keine Lust mehr. Ich hab gerade 8! Das kommt in sowas von irgendwann mal, wenn ich Best of mach, kommt da. Wie viel da bin ich? Ich bin Dritter! Dritter ist gut! Ich hab 8 Red Shells reingedrückt bekommen! Doch, Red Shells! Und bin trotzdem Dritter. Da ist das Limit, Laurin. Ohne die 8 Red Shells hättest du nämlich gewonnen. Hätte ich nämlich gewonnen. Da ist das Limit für heute erreicht. Ich gehe jetzt. So. Tiny, du machst das schon hier. Unterhalt mal die Leute ein bisschen. 12 ist eine sehr schöne Zahl, da bleibe ich. 12? Ja, ist. Du hast schon 10 Punkte, ey, mehr als Luigi. Luigi ist better than you. Wie, wenn ich die ganze Zeit auf dem 12. war? Luigi hat 8 Punkte. Wild! Was sind noch eine unnötige Strecke? Ja. Ihr habt mich. Marius Piste 3. Marius Piste. Einfach eine Strecke, die einfach nur glatt ist, wo nichts groß passiert. Da hab ich Bock drauf. Okay. Richtig an Katzenpiep. Ihr seid alle die gleichen. Seid alle blau. Rot. Ihr seid alle rot. Nee. Guck, du hast 10 Punkte, Lüge. Nein, wir sind in der Stein. Buddy. Aber immerhin kriege ich jetzt meinen 12. Katz wieder. Die Strecke Musik. IDK. Ich bin Erster. Auf einer Rainbow Road! Ich fahre rückwärts, weil ich umdrehen muss. Konnte aber dadurch 2 alte Boxen mitnehmen. Laurin, mein Freund! Ha! Oh mein Gott! Ist der Chat so langsam bei mir? Ey, der Chat kommt jetzt erst an. Ich glaube, mein Chat ist ein bisschen buggy. Guck dir an! Heini! Heini, ich war Erster! Ja. Oh mein Gott. Ich bin es immer noch. Laurin, gar nichts kannst du! Nein! Bitte fahr einfach! Bevor er kommt! Ich überrunde gleich auch den ersten, Laurin! Ich bin genauso krass wie du! Laurin, ich hasse dich abgrundtief! Ich bin wieder Erster! Ich hab den Platz 1! Da ist er! Ich sag's dir. Ja. So. Und wer von euch jetzt kein Like da gelassen hat, den bann ich für immer von YouTube. Bin gerade innerlich abgestorben, aber kann passieren. Ich bin dir trotzdem noch der King Maus. Ey, ich war Erster. Guck mal, wie ich die Punkte aufhol. Ich bin hinter dir. Ich bin hinter dir. Ich komm und hol dich. Jetzt hat Luigi einen mehr, weil du so schlecht bist.
Laurin! Ich komme! Normalerweise ist man, wenn man zu zweit im Team ist, meistens besser als das Gegnerteam. Aber ich habe so einen Typen wie dich. No front. Wir voten nochmal für Marios Piste. Und ich muss mich ein bisschen entspannen, es wird heiß hier drin. Und ja, ist ja auch warm. Wollen wir wetten, draußen ist mittlerweile, ich kann die Tür nicht aufmachen. Genau. Ich kann das Fenster nicht aufmachen. Weil, wenn ich das Fenster aufmache, fällt mein Xbox-Controller runter, der auf der Fensterbank ist. Laurin? Good. Laurin? Möchten Sie uns was mitteilen? Laurin? Laurin? Okay. Aber immer noch eigentlich. Warum sind wir im Weg? Ist das Dienstag so, dass keiner Bock hat auf mich? Wir müssen jetzt ganz kurz mit dem anderen Stream vergleichen, woran das liegt. Ich glaube, da läuft eine Direct. Oh, stimmt! Die Direct läuft nebenbei! Natürlich ist kein Mensch da! Die Direct ist vorbei. 40 Minuten. Wir sind 17 okay. Uhr. Okay. Ja, eben, die Direct ist jetzt vorbei. Was bin ich? Anders cringe. Ja, die Direct ist vorbei, ich weiß. Ich will ganz kurz bei meinem Stream einfach reinschauen, was ich denn das letzte Mal so gut gemacht habe. Weil der Stream war ja anders wild. Zuschauer hatte ich. Krank. Aber das war halt auch schon während dem Stream. Der Stream ging schon ganz anders los. Ich weiß nicht genau, woran es liegt. Aber zum Beispiel hier waren wir mitten im Stream. Internet. Enttäuscht mich nicht. Waren wir 8 Leute. Justin, Patrick, Dr. Kraft und der Erpel. Und Laurin halt. Skurril. Man kann, solange Lakito zählt, nicht rausgehen. Okay, ich bin wieder drin. Cheater! Kann man hier Leute fronten? Willst du was schreiben wie, nee, mit dir spiele ich nicht mehr. Wir appreciate nochmal meinen Stuhl. Wahnsinn. Können wir? Nein! Ich bin über mein Kabel alles. Ich muss hier nochmal ein Stück höher machen. Damit ich nicht wie ihr auf dem Boden der Tatsachen lande. Ich bin nämlich tatsächlich abgehoben. So. Ich vote wieder für Marios Rennpiste 3 und ich werde so lange dafür voten, bis ich sie endlich fahren kann. Bin ich zu toxisch? Vielleicht. Ich glaube, ich bin entspannt noch. Ich bin entspannt. Und man sieht mich einfach gar nicht mehr. Ach ja. So. Das dauert so lange. Nintendo Switch Online, 15 Euro im Monat, wenn ihr es bei Instagaming über meinen Link kauft. Vor allem spart ihr dann, ihr seid dann die besten Menschen der Welt. Wieso hab ich eigentlich kein... Oh mein Gott, das ist neu. Ich bin auch reingefahren. Schwooms! Wow, du kannst über Sand fahren mit den Dingern. Dem Stern. Ich nutze eine Abkürzung. Link, du bist das Allerletzte. Knochentrocken, du bist das Allerletzte. Auf was sind denn die Items eingestellt, dass das so broke ist? Oh yes. Knochentrocken. Mal, dass du wegkommst. Bewohner ist in meinem Team. Egal. Hier wird gespammt, und zwar um mein Leben. Tak, 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 komm. Zweiter Platz. So will ich das auch. Ey, ich hab zweiter Platz und einen Goldpilz. Ich war auch eine 2. Was vom ersten geholt.
Gibbons. Ich bin Zweiter, mich trifft die Blue Shell bestimmt nicht. Hä? Laurin ist schon im Ziel? Egal, aber ich bin Zweiter, Laurin, und ich bin besser als du. Blitz. Wunderbar, da bin ich im Ziel. Wurdest du schon wieder von Laurin überholt? Ah ja. Überhol ihn zurück. Spam, du musst spammen, das ist zeitlich begrenzt. Ich weiß, aber das ist eine Wand. Wir spammen einfach die ganze Zeit. Rotes Team ist halt schlecht. Rotes Team ist schlecht. Wie ich sagte, rotes Team ist sehr schlecht. Unsympathisch, solche Menschen. Lass uns noch ein Rennen machen und dann die Direct anschauen. Weil wir haben Zeit. Es ist niemand im Stream sonst da. Und Nintendo hat eh Bock, mich wegzuclaimen. Also von dem her. Ja, Nintendo hat mich geclaimt wegen Rabbit Kongs Theme. In Donkey Kong DLC von Mario und Rabbids. Okay. Ja, kann ich dir. Zeig ich dir gleich. Hat Nintendo gesagt, ja, lass mal die Urheberrechtsbeschwerde reindrücken. Aber das Smash Bros. Intro ist okay, auch wenn das auf Spotify ist. Und was auf Spotify ist, ist halt automatisch gecopyrighted. Aber da, das tut keinen. Ja, gut. Guck, ich kann dich springen lassen. Und du mich auch. Guck, ich dreh mich sogar zu dir um. Hui. Solange ich nicht hinter Heini ins Ziel fahre, ist alles gut. Okay. Ich hab dich gerade über. Ey! Ich hab mich auch voll rausgefeuert. Oh! Hä? Ey! Oh! Oh, ich hasse dich. Und ey! Wir sind im Team, Meister! Ja? Stop killing me! Es war nur ein Stern. Den habe ich jetzt auch drin. Du kannst ja gar nichts mehr machen. Ey, der Stern ist broke. Nicht erschrecken, die Strecke ändert sich während dem Verlauf, ja? Du fährst einen anderen Weg, ja. In der letzten Runde. Weil es ist eine Tourstrecke und die verändern sich anscheinend immer. Ich hab das nie gespielt. Du hast mal Kartur gespielt, gell? Du bist Handy-Gamer. Okay, Guys! An der Stelle würde ich sagen, wir reacten jetzt auf die Direct. Und zwar... Einmal vierter Platz. Ja, hast du nicht verdient. Oh, du hast kein Mikrofon. Schau mir ganz kurz hier dein Ton und... Wartet ganz kurz, Guys, ich muss eine neue Szene einrichten. Wollte auf dich warten. Ja, klar. Und dann das Ding beenden. Ja, ich kenne dich, Laurin. Ich kenne dich. Du Cheater. Ich muss noch kurz eine Farbe reinmachen. Rot. So. Switchen wir hier rein. So. Ich weiß nicht, was in der Direct war, weil ich die ganze Zeit live war. Deswegen, wir schauen uns die Nintendo Deutschland Direct an, wenn das für euch okay ist. Die geht eine Stunde. Okay. Ja, wie viel ist Vorspann davon? Die ist eingeteilt in Kapitel. Really? Ja, okay. Dann geh wieder hoch. Dann. Ah, die Kapitel könnten spoilern. Egal. So. So. Kannst du deinem Kumpel die Switch geben? Da guckst du die direkt. Ich kann weiter mit deinem Kumpel spielen. Die Switch ist hier, heißt das eingesteckt? Ist das verpackt? An der Stelle nimmt das mein Ding nicht auf. Okay, Guys, wartet. Warte, wir machen euch Ton an. Kann ich hier arbeiten in der Zeit? So. Dann kann ich einfach bingen. Okay, ich muss ganz kurz eine neue Quelle machen.
Provsa. Achso, nee, es ist ja keine Browserquelle. Cool, das Unwichtige vor. Ich weiß ja nicht, was unwichtig ist. Ich will es auch nicht wissen. Ich werde den Chat jetzt sowieso gleich für mich ausblenden. Beziehungsweise, wir sehen ihn gleich gar nicht mehr. Einfach damit ich nicht gespoilert würde, was alles drankommt. Da ist es! Jetzt muss ich es noch in die richtige Größe ziehen. Und hier passend einfügen. Maybe muss das noch ganz arg weiter runter. Ja, dein vielleicht nicht. Das stimmt von der Größe nicht ganz. Wir switchen. War der falsche Screen? Wir switchen hier hin und ich passe das ganz kurz noch von der Größe an. So ist richtig, oder? Passt so überall? Perfekt. Reaction Screen. Let's go. Ihr habt keinen Ton. Let's go. Ja, das ist egal. Der ja, guckt danke. Die Direct auch an. Er sieht ja die Direct ja auch zum ersten Mal. Hier. Oder hast du die Direct schon gesehen, rein zufällig vorher? Wie? Ich meine ja bloß. So, Anwendungs-Audio-Ausgangsaufnahme, Leute. Brecht das Wort 10-mal schnell aus und ich gebe euch ein Eis. Das Ganze wird noch umbenannt. Wobei, das kann ich später machen. Ja, ich kümmere mich gleich darum. Ich werde es mal gucken, ob hier Ton ankommt. Ab wann lief denn der Timer? Das hier ist alles willkommen. Hallo? 10 Minuten. Nach 10 Minuten muss es anfangen. 15. Ah, der Timer. Der sagt 10 Minuten. Okay, und dann ab Willkommen wahrscheinlich. Ah, wir können es hier rüber angucken, guck mal. Dann haben wir doch ein bisschen mehr Sicht. 1, 2, 3, 4, 5. So. Let's Peggy 18. Go. Peggy 18. Florian SMM2, was geht? Wir reacten gerade auf die Direct. Mit Mario Kart geht's nachher weiter. Okay, Hinweis aufgrund von Covid-19, blablabla. Let's go. Ich glaube, du hörst die Direct doch. I guess. Ich mach's trotzdem ein Stück leiser. We live on the continent of Elios. Aha. Four realms surrounding a holy land at its center. Hörst du was? A thousand years ago, our lands endured a vicious war with the Fel Dragon. Machen wir so. Okay, mal gucken, was uns erwartet. Ich weiß es noch nicht tatsächlich. Ich hätte die Direct gerne live gesehen, aber wie gesagt, da haben wir es. Ist Fire Emblem? Okay. Raus wie Fire Emblem. Ja, ist Fire Emblem. Ist Fire Emblem? Keine Ahnung. Fire Emblem. Don't forget that you got a microphone. Gut. Du bist doch Fire Emblem-Fan, gell? Oder? Du hast. Keine Ahnung. Ich hab noch nie ein Fire Emblem gespielt, guys. Ich kann dazu gar nichts sagen. Gut. Wer bist du denn? Ja, ist Fire Emblem. Wie heißt der Typ? Okay! Der Hype ist real für Fire Emblem. Ey, wenn Nintendo mich jetzt wegclaimt, dann heule ich aber ganz. Dann muss ich ganz dringend los, Nintendo, gell? Komplett unnötig, was ich jetzt mache. Ich bin kein Fire Emblem-Fan, aber wir lassen es trotzdem mal durchlaufen, weil Heini ist Fire Emblem-Fan. Ich muss gucken, weil sonst. Kann sein, dass Nintendo einfach den Screen wegstrikt. You're awake! Huh? You're really awake, yeah? A thousand years? That's how long I've been asleep. What are those horrible things? Fire Emblem Engage. Lass den Screen jetzt hier nebenbei laufen. Wenn sich der hier irgendwas krass verändert, dass zum Beispiel Nintendo mich sperrt, so dass ich da kurz, dass ich da direkt reacten kann. Fell Dragon. I feel like I can almost remember, but... I've had my eye on... Sieht Fire Emblem immer so aus? The ring! Marth, right! Doch, ich hab mal ein Fire Emblem gespielt auf dem DS. War das halt schon 10 Jahre her.
It is rather quiet. Okay. I can't remember myself watching. Paying anything. The time has come. Now, as one emblem, engage. So ist besser, glaube ich. Ist das so rundenbasiert? Ja. Okay. Ja, ich kann mich nicht mehr daran erinnern. Echt nicht. Mein PC läuft langsam heiß, guys. Nicht wundern, wenn es ab und zu laggen sollte. Also Fire Emblem, seid ihr bei mir falsch? Wenn ihr das sehen wollt, guckt es euch woanders an. Ich bin hier wegen Mario und Rabbids. Und wegen vielleicht noch ein paar anderen Titel, die angekündigt werden könnten. Der Hype ist auf jeden Fall da. Es ist keine Mini-Direct. 20.01.2023, okay. So viel zu, wir kündigen Spiele an, die diesen Winter kommen. Moin! Koizumi, was geht? Yoshiaki, ich kann mir den Vornamen eh nicht merken. Okay, das musst du nicht hören, aber ich kann die Kopfhörer aufsetzen, sonst sehe ich nicht so weird. Egal. Fire Emblem Engage. Eleos Collection も発売いたします. Es gibt ein Steelbook, es gibt Artwork-Karten und etc. Eine Stunde ist okay. Bis 18.30 Uhr und bis 19 Uhr können wir dann noch Mario Kart machen, das ist okay. Wir können aber auch einfach faster Dings machen. Oh, 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 das Spiel wollte ich mir letztens erst kaufen. Cody and May's relationship is on the rocks. But it gets even tougher. When they're turned in. Kommt das auf die Switch? To get their bodies back, they'll brave an onslaught of challenges. Das wollte ich mir letztens kaufen, um das mit meiner Mom zu zocken. Einfach It Takes Two. Das einzigste Spiel von EA, was ich mir noch kaufen würde heute. Und Need for Speed nehmen. Ey, das könnten wir zusammen auch streamen irgendwann dann, gell? Weil das ist ja ein Zwei-Player-Game. Wenn dann der PC wieder... Oh mein Gott! Schön Werbung für die OLED machen natürlich. Beides OLEDs, gell? Das ist gleich genauso groß. Ja. Help Cody and May return to normal. With a partner, of course. Boah, auf dieses Game habe ich auch so unfassbar Bock, ihr glaubt es nicht. Launches on Nintendo Switch November 4th. Ey, 4. November einfach. Und Vorbestellung ab heute möglich. Aber ich spiele es nicht auf der Switch. Ich will grafisch was Gutes haben. Sorry, Nintendo. The Forbidden Story begins. Okay. Ich finde Horror-Games ja meistens nicht schlecht. Aber das ist so anime-misch. Project Zero, die Maske der Mondfinsternis. Noch nie von gehört und ich glaube, es gibt mir Luigi's Mansion Vibes tatsächlich irgendwie so ein bisschen. Aus wie so ein Hotel. Use the camera obscura to repel evil spirits and uncover the memories that were sealed away. A dark curse looms near. What ancient rituals will be revealed? Project Zero, Mask of the Lunar Eclipse launches for the first time in the West on Nintendo. Beginn 2023. Wir haben noch kein direktes Release Datum. Sind so eine halbe Stunde weg. Okay. Who looks mechanical? Introducing Volume 2 of the Xenoblade Chronicles 3 Expansion Pass. Ach, für Xeno. Ja, Xenoblade. Gibt Leute, die fahren das des Todes. Ja. Ich gehöre tatsächlich nicht dazu. Complete her quest. No Fire Emblem Fan. Bangkok Mario Kart 8 DX. DX? Challenge Battles will also be added. Weiß ich nicht. Ich gucke, wir gucken jetzt einfach die Direct an und gucken, was so kommt. All enemy waves to earn rewards. Challenge even stronger enemies to earn valuable accessories and special outfits. Wir sind mittlerweile drei Leute. Ganz kurz, wenn ihr spoilert im Chat, dann kriegt ihr einen Timeout für, ich glaube, 10 Minuten. Ich bin auch freundlich. Ich bin auch freundlich. Okay, bitte nicht spoilern. Der Hype muss da sein. Get drawn into these Nintendo Switch games. Ja, ja. Nautical nonsense begins when SpongeBob and Patrick make a wish that unravels the very fabric of the universe. In this 3D. Jetzt kommen die qualitativen Spiele, guys. Da sehe ich mich. Das Let's Play ich, Leute. 100% SpongeBob. Explore using all sorts of wacky moves. Don over 30 fantastic cosmic costumes grün. And meet your favorite Bikini Bottom residents from the TV series, voiced by their original actors. That's it. Soak up SpongeBob. Voiced by the original actors. Der Synchronsprecher von Darius und Mr. Krabs und Patrick sind lange verstorben. You're already. You are fit. But with familiar characters from Fist of the North Star, they'll be your instructors in exercise mode. Was? Fitnessboxing. Mal wieder. Gab's da nicht sogar schon zwei Teile von Fitnessboxing?
or take on rivals in boss battles, including Jaggy, komplett Müll aus. Boxing, Fist of the North Star, launches on Nintendo Switch, könnte legit auf der PlayStation 2 so aussehen. Ja. This ain't your average dodgeball. Footballers! Whatever you can at opponents in this hilariously hard-hitting party game. Das sieht wie so ein Battle Royale aus. Es gibt mir Fall Guys Vibes. Und ich war ja auch schon von Fall Guys nicht so der größte Fan. Ich hab's auch gespielt. Ich hab sogar Geld damals noch dafür bezahlt, aber ich hab's nie so gespielt. Aber wenn euch das gefällt, dann könnt ihr das gerne zocken. Gar kein Stress. Tunic! Bam! Xbox hat sich damals die Exklusivrechte geholt, dass das nur auf Xbox kommt. Tunic kommt mit seiner eigenen Sprache zu Nintendo Switch. Und ich glaube, für Nintendo Switch hole ich mir das vielleicht sogar. Wobei natürlich, auf dem PC hätte ich eine krassere Grafik. Davon mal abgesehen. Tunic launches on Nintendo Switch September 27. Ey, das ist einfach in zwei Wochen. Nintendo eShop. Krank. New Intel has arrived for these Front Mission remakes. Wer bist du denn? Full remakes of two Front Mission games are storming in. Das ist Transform. One remake. You'll pilot giant machines. Transformers, Leute, hat es auch auf die Switch geschafft. Sorry für Leute, die das Spiel feiern und kennen, ich nicht. Ey, wir sind 4 Zuschauer. You can also test your metal at the Coliseum. Der Direct gefragt. Aber ich hätte sowieso drauf reacted. Alles gut laufen. Du kannst ja so lange Mario Kart üben. Du setzt dich die ganze Zeit die Brille auf und ab. Wir sind gerade bei den qualitativ hochwertigen Games. Front Mission, ey, ich meine Transformers 1. Front Mission 2 Remake will launch on Nintendo Switch next year. And in the future, a remake. Oh, und Front Mission 3 will also launch on Nintendo Switch. Hast du schon mal was von dem AAA-Titel Front Mission gehört? Ich nicht. Will ich aber auch gar nichts fronten. Animal Crossing Vibes? Animal Crossing Pokémon. So sieht's aus. Weißt du, was du Animal Crossing kannst? Sieht auch aus wie Pokémon. So vom Rumanschieren. Das hab ich ja tatsächlich. Das hab ich ja mal von. Restore and expand your farm as you nurture crops. Care for your friendly animals and help the land flourish. Wichtig ist auch. Befriend the townsfolk while you're out and about in the valley. You might even meet your future partner and start a family. Bis jetzt überzeugt mich das Game tatsächlich noch nicht, aber das kann sich ja noch ändern. Your child will also choose their career based on how you raise them. Okay. An especially wonderful farm life in Forgotten Valley lies ahead. Ah, mal gucken. Story of Seasons. Story of Seasons, okay. Wenn euch sowas interessiert, holt euch das. Ich will euch davon nicht abhalten. Ich will es euch auch nicht schlecht reden. Aber ich feiere so Games gar nicht. An der Stelle bin ich dann ganz dringend los. Ich bin Team Mantarochen. Er ist der krasseste Charakter. Mir ist irgendwie langweilig. Ja, spiel Mario Kart in der Zeit, wie gesagt. Wir machen gleich nach der Direct weiter. What would you bring to a deserted island? Gear, grub, or fun? Natürlich Essen. Hä, wer bin ich denn? Okay, ganz kurz, Splatoon 3 interessiert mich so null und gar nicht. Aber ich weiß, dass viele das Game hardcore hypen. Ich habe auch den zweiten Teil tatsächlich hier, aber es ist halt einfach nicht mein Fall, deswegen. Sorry, I guess. Gut, auf ja, wohin denn? Ich weiß ja nicht, was kommt, deshalb. Na, interessiert Sie das? Nintendo! Über 100 Jahre alt Comedy einfach durchgespielt. Ja? Wenn er schon was introduced? Square Enix Games, da zieh ich die andere Brille auf. Octopath. Oder ein anderes. Ja, oder ein anderes, maybe. Aber Octopath Traveler. Zwei. Oh mein Gott! Introducing a brand new game in the Octopath Traveler series. 8 new travelers embark on a journey through the land of Celestia. With that, oh, Freund, das sieht genau gleich aus. Oh. And bring smiles to people's faces, just like Mama. I'm hitting the road. I'll be back once I eliminate that devil called poverty from the world. The man who took everything from me shall die by my hand. Not again. Not the stench of blood. Doubt is what I do. Leave the hunting to me. You'll have all the tasty meat you want. Okay. To rediscover who I am. Octopath Traveler 2.
Warum nicht Nintendo? Droppt solche Games halt. Aber er hat doch angekündigt, es musste was Krasses kommen. So, es war klar. Es war klar. Ich spule nicht vor, Laurin. Ich spule nicht vor. Das ist Octopath Traveler. In this new world. The eight travelers each have their own story to tell. Where will their journeys lead them? And wer ist er denn gewesen? Octopath Traveler 2. 24. Februar, okay. Okay, ist nicht so lang, aber schon lang. Ja. Ja. Ja, sie Octopath Traveler von Square Enix. Square Enix macht aber auch gute Games. Hat Square Enix alles gemacht? Perfekt. Ja. Detroit. Become a human. A magical home is ja, aber ich weiß ja nicht, ob das Spiel mich interessiert, wenn ich es nicht komplett sehe, weißt du? Das sieht grafisch cool aus. Fae Farm. Okay, wir skippen Fae Farm. Zufrieden? Okay. Ich hoffe, wir sind jetzt alle zufrieden. Wir können entspannt jetzt weiterschauen. That'll help you restore Azoria to its natural splendor. Animal Crossing 2. Für die Switch. Wahrscheinlich sogar ein bisschen mehr gefüllt mit mehr Inhalt. Ohne dass du 90 Euro ausgeben musst mit DLC, damit du ein volles wertiges Spiel hast, aber das ist ja okay. It's a musical blast from the past. Celebrate the 35th anniversary of the Final Fantasy. Sonntag 18 Uhr, Leute. Final Fantasy. Kein Let's Play, kein Stream. Ich verrate euch noch nichts. There are 385 songs total. Songs are categorized by game, so you can play each stage while experiencing the series through the music. In addition, two players locally okay. Can complete stages. Man kann es ja mal erwähnen. Man muss das den Leuten schmackhaft machen. Sonntag wird krass. Theater Rhythm Final Bar Line begins its symphony on Nintendo Switch February 16th, 2023. Pre-orders begin today on Nintendo eShop. Okay. After the game's launch, Final Bar Line heißt das Ganze. Von mir aus. Octopath Traveler. Live Alive and more will be released. That's 90 additional songs. Plus, editions containing a season pass and 27 extra songs, including Melodies of Life, will be available. Weiß. Also. Das Spiel interessiert mich tatsächlich. Wir sind soweit, Leute. Wir sind soweit. Da geht's los. Das haben wir gesehen im Ubisoft-Trailer. Das tatsächlich nicht. Okay. Okay, wir sehen ein bisschen mehr. Wir sehen ein bisschen mehr als im Ubisoft-Dings. Ja, es sieht alles ein bisschen weird aus. Das habe ich schon gesehen, Okay, Item-Shop? Das ist neu. Ja, und hier gibt es halt wieder viel zu viel zu analysieren und so viel Stuff. Ob ich das gut finde oder nicht, sage ich an der Stelle noch nicht. Das kriegt ihr in einem Fazit zum Spiel zu hören. Da ist Cursor. Ich habe so Bock auf das Game. Ich habe so... Vorbestell... Ja, aber ich will es als containing the base game, weapons. Genau, die Megabug. Megabug war ja dieser Drache, den wir im Hauptgame besiegt haben, und dafür gibt es einfach Waffen im neuen Game. Okay, weiter geht's. Was haben wir als nächstes? Na, ich dachte, Call of the Lamb. Hat mega im Hype. Dass das noch nicht auf der Switch ist, wundert mich. Oder ist das schon auf der Switch? War das so ein Release-Switch-Game? Ich weiß es nicht. Okay, wir haben wieder ein Farming-Game. Ist auf der Switch? Wird auf der Switch sein. Rune Factory Series will launch. Rune Factory. More Nintendo 64 games are on the way. Soll ich mich freuen? Soll ich heulen? Pilot Wing! Ah, das habe ich immer in meiner Kindheit gespielt. Waha. Wow. Mario Party 2. Mario Party 3. Pokémon Stadium. Pokémon Stadium 2. 1080 Snowboarding. Dann wäre ich ganz dringend weggegangen. In the future. Excitebike 64, Leute, das Spiel. Was will ich mit dem Zusatzding, ganz ehrlich? Das bringt dir fast nichts außer Games, so. Lohnt sich für mich jetzt an der Stelle nicht.
Ja. Golden Eye mit Online Game. Things up with these Nintendo Switch games. Das ist wild. Live your best life on the newly discovered continent of Andalusia in this immersive Various Daylife wieder mal von Square Enix. 100 types of daily tasks to build character and deepen your relationships. Viel auf einmal tatsächlich. In doing so, you'll gain access to different job classes and abilities. A grand adventure into the unknown awaits. Various Daylife launches on Nintendo Switch later today. Okay. A malfunction causes you to crash land on a strange planet. Build a new rocket from scratch in this Factorio game. Scour the planet for materials. Okay. Then build machines to refine them into various. Da ist der Skip. Museum with her parents in this 2D exploration adventure. She wanders through a busy gallery by the artist Quintana until one particular piece draws her. Horror? Finde ich meistens nicht schlecht. Will she be able to safely return to her own world? Every decision affects her fate in IB. Launching on Nintendo Switch, Spring 2023. Da wird sowas von der Game Theory-Folge drüber geben, allein der Schloss. Mario Strikers, ja? Ich höre. Welle 2, okay, wir sind gespannt, guys. A physical powerhouse with fast movements and strong tackles. And Diddy Kong, a midfield. Diddy Kong ist in Game, Leute! Oh mein Gott! Plus more gear and another stadium. Natürlich. Es wird auch noch ein Update geben, weil da ist immer noch ein Feld frei bei den Items. Es wird noch Welle 3 kommen. Finde ich schon mal nice. Keine neuen Maps, habe ich das richtig gesehen? Schade. Das Bildmaterial stammt aus der japanischen Version des Spiels. Das wird. Ja, okay. When strange islands suddenly appear, Ryza and friends set sail to investigate in order to protect their homeland. Wir skippen das, ist das okay? Ja. Okay, wir kommen weiter. Ich hoffe, wir kriegen was zu den Mario Kart Strecken gesehen, das wäre mir wichtig. Wobei wir ja erst welche bekommen haben. Oh mein Gott, wie eine Prediction aus der Ecke. Was ist das? Das ist von Mario Kart Tour, ist mir egal, das sieht mega nice aus. Das sieht mega schön aus. Vom DS-Teil. Krasse Strecke. Liebe ich, liebe ich. Strong. Auf jeden Fall gut ausgewählt, Nintendo. Danke. Und ja, ich habe mich über... Die zeigt uns nur diese zwei Strecken. Buy the Booster Course Pass separately or enjoy it for no additional cost as part of a Nintendo Switch Online Plus Expansion Pack Membership. Wie unbeliebt wollt ihr euch machen, Nintendo? Nintendo Switch Sports, da kommt ja noch ein paar Updates dazu, wurde sowieso schon gesagt. Okay, genau, Golf und Dings. Ah, das sind genau die gleichen Kurse wie in Wii Sports, das ist also nur ein Port einfach. Okay, ganz kurz zurück zu Mario Kart, die haben uns jetzt zwei Strecken gezeigt. Und das mit dem Weihnachten wird wahrscheinlich Weihnachten rumkommen. Aber cool, dass jetzt schon mal ein paar Strecken angeteased wurden. Ich fände es besser, wenn wir alle gesehen hätten. Aber okay. Haben Sie bitte noch ein wenig Geduld? Und jetzt ein besonderer Gast. Miyamoto-san. Konnichiwa. Gobusata shiteimasu, Miyamoto desu. Kyou wa ikutsuka kinkyou houkoku mo kanete otsutai shitai koto ga arimasu. Die Gänsehaut schallert, die Gänsehaut schallert! Es geht um den Animationsfilm. Okay. Super Mario no eiga desu ga. In Zusammenarbeit mit Chris Meldalanda und Super Nintendo World schon im zweiten Jahr bei Universal Studios Japan. Ich will da unbedingt hin. In der letzten Zeit haben wir bei dem den Fallschliff verliehen. Heute möchte ich ein wenig über Pikmin! Dem ersten Spiel. Was? Wir bleiben entspannt, Guys! Pikmin 4 wird nicht kommen, ist okay! Was ist das? Das ist auf dem Handy! Das spielst du auf dem... Miyamoto kommt, wenn es krass wird. Oh, lass mal ein Nintendo Pikmin Spiel fürs Handy machen! Weil alle unsere Handy-Games ja so gut abgehen! Boah, ein Schrittzähler, den habe ich auch in meiner Google Fit App. Boah, AR-Funktion mit Pikmin.
Ich bin entspannt, sieht man mir das an? Nintendo, ihr seid durch. Wow! Nintendo, ihr seid durch. Nintendo? Könnt ihr wenigstens was zu Metroid Prime 4 zeigen? Das würde mich catchen. Ja! Das würde uns catchen. Elden Ring 3, come on! Ja, ich laufe nach Tokio! Leute, wir holen uns das Game. Fan-Treffen in Tokio, Guys. Wir laufen hin. Das ist das beste Spiel der Welt. Laurin, ich bann dich gleich aus deinem Leben. Oh mein Gott! Kommt es doch? Kommt es doch? Nein, 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 ich krieg gleich einen Herzinfarkt. Ja! Pikmin! So, das. Es ist da, Pikmin 4! Es ist da! Shigeru Miyamoto, ich liebe dich! Warum schlafen sie nicht, Guys? Switch de totemo sousa ga shiyasui. Ich bin gleich wieder da, Guys. Ich bin gleich wieder da. 最大の 遊び, Dandori. Management の戦術により集中して遊べます. Pikmin 4 をお楽しみに. Koizumi-san, arigato. Miyamoto-san, こちらこそありがとうございました. 引き続き、ヘッドラインをご覧ください. Es ist da. Take your dancing game to Nintendo. Ihr habt alles in eurem Leben erreicht. Oh, Ubisoft? Das schallert Ubisoft gerade? Was? Ist mir egal. Wir haben Dance. Pikmin. Das ist gecopyrightete Musik. Wundert euch nicht, dass ihr gar keinen Ton habt. Guys, es ist soweit. Nach viel zu vielen Jahren. Wann kam Pikmin 3? Pikmin 3 kam für die Wii oder so raus. Wii U. Es hat. Für die Wii U? Ja. Dann kam Pikmin 3 Deluxe raus. Ist egal, aber nach viel zu vielen Jahren, seit 2012, 13, irgendwie sowas, ja, hatten wir kein Pikmin mehr und sie droppen jetzt Pikmin 4! Yeah! Direct ist gerettet, Guys, sie können nichts Schlechtes machen. Außer sie verschieben jetzt Breath of the Wild auf 2024. Sag mal, wie viel will Square Enix jetzt eigentlich noch machen? Ich bin durch. Wir haben Pikmin 4. Dann geht es noch, weiß ich nicht. Weiß ich nicht. Pikmin 4! Ja? Weißt du, er kommt so, ja, guck mal, wir haben Handyspiel. Ja, aber wir haben auch Pikmin 4. So steht er da, so steht er jetzt hinter der Kamera und denkt sich, den haben wir komplett veräppelt. Oh mein Gott, ich bin so tot. Nicht mehr lange, 15 Minuten. Ey, jetzt noch Bayonetta 3 und ich liebe komplett. Bayonetta 3 und ich bin weg. Es ist. Ja. Hyrule Warriors like? In der Vergangenheit? Nee. Bayonetta und doch! 3! Warte, wurde das nicht schon mal angekündigt? Ja. Echt? Ja. Echt? Das wundert mich gerade, weil das nicht so riesengroß angekündigt wurde. Aber wir haben Bayonetta 3? Das ist seit der Direct mit Breath of the Wild und Mario Odyssey und allem drum und dran bisher die beste Direct nach denen. Also wirklich. Okay, wir haben Bayonetta 3 anscheinend. Schon länger wussten wir davon. Ich nicht. Aber okay, Bayonetta-Fans gehen jetzt durch die Decke am 28. einfach. Bist du Bayonetta-Fan? Okay, aber du hast auf jeden Fall schon mal gespielt, scheinbar. Ja. Okay, jetzt hast du alles wichtig gesehen. Mach wieder Mario Kart. Ja, wer weiß, was noch kommt? Wer weiß, was noch kommt? Oh, aber das sieht krass aus, gell? Ja. Ja, okay.
Okay, es ist Anime. Die kommen mit Pikmin 4 um die Ecke. Und gute Laune-Typ hat gestern oder vorgestern noch ein Video gemacht und gesagt, ey, safe kommt Pikmin 4. So als Spekulation. Oh mein Gott. Oh mein Gott, ich bin durch. Ich bin durch für heute. Wir haben Pikmin 4. Ja. Wir haben Pikmin 4. Wann kam das? Later that day. Und dann, ich bin tot, ey. Bin so, guys, es tut mir leid, ich bin durch. Ihr habt gar keinen Ton mehr. Enter the village. Was? Nein. The latest installment in the Resident Evil series. Einmal über die Cloud. As a cloud version. Weil die Nintendo Server ja so gut sind, dass man das Cloud gamen könnte. The horrors of the village and its four fearsome lords to Resident Evil Village Cloud. Nichts gegen das Game. Das Game ist der Wahnsinn. Das Game ja. ist gut. Ja. Aber nicht, wenn ihr es. Try out the free demo today on Nintendo eShop to pre-order the full game. The Winter's Expansion. Nintendo. Containing a new third-person mode, additional story content and more will launch December 2nd. Das ist mir egal. Additionally, three other recent entries ja, in the Resident Evil bringt Evil Evil alle Teile. Ja, alle Teile. Ja, alle Teile. Okay, die 3. 4. Resident Evil 2, 3, 7 und 8. Da kann man erzählen. Ich bin durch, Leute. Ey, Resident Evil. Was für ich soll vorspulen, es kommt nichts mehr. Oh Mann, aber Cloud ist halt so eine Sache bei Nintendo. Wir kennen die Nintendo Server und wir wissen nicht, ob wir uns freuen sollen oder nicht. Can you exact revenge before your time runs out? Sifu pummels its way onto Nintendo Switch November 8th. Pre-orders begin. Aber der Stream läuft noch. Ich habe keinen Strike bekommen, immerhin. Oh mein Gott, Final Fantasy 7. Zack Fair is a young and ambitious soldier operative aspiring to become a hero. Together with Sephiroth and Cloud, he investigates strange disappearances with his elite unit. Mach wieder Mario Kart. Warte, Laurin, warte. Vielleicht gibt es noch einen Banger. New soundtrack arrangements. Crisis Core Final Fantasy 7 Reunion launches on Nintendo Switch. Deine Steuerungseingaben werden an den Server geschickt. Yeah. Der Server spielt das und boostet sich. Was meinst du, was für eine Verzögerung du hast? Wie sehr das laggen wird. Egal! Defeat multiple enemies of the same color for a chain bonus or take down differently colored ones for a secret bonus. Retro Games immer cool an sich. Radiant Silvergun launches on Nintendo Switch later today. Pikmin. A team of shipwrecked heroes and make your way out of a derelict space station in this roguelike game. Pikmin, Bayonetta und Resident Evil 8 auf der Switch. You'll have to fend off continuous waves of monsters as you make your way through procedurally generated levels. Complete various quests to unlock new heroes, weapons, station areas and more. Up to 3 players in online co-op can attempt to escape their grim fate. Pikmin 4 ist for real da. Und hat 35 Sekunden Trailer. Und jetzt schon 60.000 Aufrufe. The journey of world regeneration begins anew. Remaster of Tales of Symphonia is coming to Nintendo Switch. Und Bandai Namco? Ja. Bandai Namco hat auch schon Sachen wie Elden Ring gepublished oder Little Nightmares. Dieses Spiel scheint nicht zu ihren Publish-Stärken zu gehen. Ich will das gar nicht fronten, aber das sieht halt echt geil aus. Nicht weil es Anime ist, sondern der Grafik. Das sieht so aus, das könnte so auf der PlayStation 3 laufen. Vielleicht auch auf der 2. Ja, auf der 2. Ja. Okay. Komm, ja, Tales of Symphonia Remastered begins its journey on Nintendo Switch early next year. Es kommt ja am Schluss sowieso immer noch ein Bang. War das? Aus wie ein Racing. Das ist. Was ist das? Life is Strange. Okay. Life is Strange. Me bad. Weil ich Life is Strange nicht kenne. Ich habe kein Life is Strange. Kein Life is Strange gespielt tatsächlich. Kein einziges. Aber ich weiß, dass gut. Brick Tales von Lego. Okay. Kannst bauen.
Wow. Aber es ist günstiger, als sich ein Lego-Set zu kaufen. Front Lego. Racer halt, Fun Racer. Und Ken. Ja. Fall Guys neue Season. Maybe ein bisschen spät, keine Ahnung. Ich spiele das Spiel nicht, wie gesagt. Na. Oh. Nein, 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 nein. Oh. Nein. Kirby's Return to Dreamland Deluxe is coming to Nintendo Switch. One day, a spaceship crash lands on planet Popstar. Ich kann nicht jedes Kirby auf die Switch. Return to his home planet. Von mir verlangen, dass ich genug Geld habe, um ein Adventure. Bin arm. Bin arm, bin ich arm, alle Spiele vorbestellt. And other familiar copy abilities. The new Mega Copy ability makes its debut. Das ist ja 2D. Blast bows from a distance. Or damals waren die Kirby's ja noch 2D. Krass. It's packed with other powerful moves as well. Hätte ich schon Bock drauf. Supports local play for up to 4 players on the same console. Outlines irgendwie nicht, aber plus, everyone can play as Kirby while using their favorite copy. War klar? Aber Kirby geht auch gerade übelst. Und there's also a collection of some games to play. Ja. Aber Kirby geht allgemein gerade irgendwie durch die Decke. Wenn du siehst, wie oft Kirby so das vergessene Land zu verkaufen, der Kirby Dream Buffet. Kirby geht gerade echt durch die Decke. Wir haben dieses Jahr ist so Kirby ja auf jeden Fall. An adventure of deluxe proportions awaits. Kirby's Return to Dreamland Deluxe launches on Nintendo Switch February 24th, 2023. Pre-orders begin today on Nintendo eShop. Das ist schön. 30-jähriges Jubiläum. Okay, wir haben wirklich Kirby, ja. Diese, stimmt, es kann doch dieses Orchester und so, die gespielt haben. Auf dem offiziellen Nintendo-Server haben Leute zum 30. Anniversary mit Geigen und Trompeten, Orchester halt, hat die Kirby-Musik gespielt. Was kommt? Bitte, bitte schießt nicht noch den Vogel ab. Breath of the Wild 2. Breath of the Wild 2? Es sieht so aus! Ja. Es hat... Es der Grafikstil würde passen. Ja. Moblins. Ja. Sind das Moblins? Bockblins. Ja. Breath of the Wild 2, guys. Klau dir mal an der Stelle den Ton. Was bekommen wir Neues Wichtiges? Geht auch ein Stück leiser, wenn es okay ist, ja? Sehr schön. Ah. Bitte sag nicht, es gibt eine Ober- und eine Unterwelt. Nein, nein. Mach die Welt doch nicht noch größer, als sie schon ist. Hört auf, eine Open World zu machen, die nicht endet. Unten ist das normale Hyrule. Unten ist das normale Hyrule, oben ist dieses Floating-Ding. Und dazwischen, es hat ein endliches Logo. Tears of the Kingdom. Es ist nicht Breath of the Wild 2. Ja. Es heißt Tears of the Kingdom. Wusste ich nicht. Sorry. Es ist Tears of the Kingdom, The Legend of Zelda, Tears of... Oh, aber das ist noch lang. Aber wir haben ein Release-Date. Wir haben endlich ein Release-Date. Okay. An der Stelle. Präsentation ist beendet. Anders wild, guys. Also wirklich. Legit, Nintendo. Ihr habt mich gebrochen. Ihr habt mich anders gebrochen, als ich es erwartet hätte. Ihr habt mich in 1000 Wegen gebrochen, die ich nicht hätte gebrochen können. Ich hätte nie ein Pikmin 3... 3? Pikmin 4 erwartet. Und jetzt, Laurin, kommen wir zurück. Ey, Pikmin 4, ich bin heulen, echt. Okay, let's go. Laurin, hast du eine Lobby? Laurin, du sollst auch eine Lobby machen. Jetzt müssen wir hier auf dich warten. Ey. Tears of the Kingdom. Ja. The Legend of Zelda. Tears of the Kingdom. Bayonetta 3. Pikmin 4 und Resident Evil Village Cloud. Das war wirklich die unterhaltsamste, krasseste und überraschendste Direct, die ich je in meinem Leben hatte. Aber da Pikmin rauskommt, wird Metroid Prime verschoben. Weil das sind das nicht dieselben Entwickler? Warte. Retro Games. Ich habe Games falsch geschrieben. Retro Games. Donkey Kong. Retro Games. Warte, Nintendo. Retro Games Nintendo vielleicht. Ich glaube, oder von welchem Dings wird Pikmin denn gemacht?
Von welchem, in Klammern, Hersteller? Hersteller. Produzenten. Ja, aber wie jeder einfach das komplett feiert, gell? Also wirklich, du siehst einfach nur... Oh, aber er spoilert, ja. Das finde ich nicht so schön. Hier, Nerd Over News hat hier gespoilert. Das wollte ich gerade gucken, hier. Aber ich hätte das ja schon alles vorher sehen können, gell? Ich habe es nicht, ich habe nichts davon gesehen. Ey, das spoilert ja alles des Todes. Ganz kurz, Guys. Wer sind denn die Macher von dem Game? Niemand. Aber der Hype ist auf jeden Fall da, Guys. Und ich würde sagen, ich erstelle einfach Raum. Und wir zwei fahren so lange alleine, bis jemand immer Bock hat mitzumachen. Leute, Pikmin 4 schießt mich gerade komplett ab. So. Willst du ja nicht so schwer machen. Lass nur Münzen machen. Was? Ja. Ja, okay. Warum kann ich nicht acceptaten? Oh, weil vielleicht erst jemand joinen muss. Ja, okay, dann warten wir einfach mal, bis jemand joint und unterhalten uns ganz angeregt über Pikmin 4. Hast du Pikmin 1, 2 und 3 gespielt? Ich hab 3 gespielt. Wie fandest du es so? Pikmin. Ich muss sagen, ich fand Pikmin 3 cool. Pikmin 3 Deluxe natürlich nochmal ein Stück besser, aber ist halt ein Port sowieso. Ja. Und mein erster Kontakt mit Pikmin war Nintendo Land auf der Wii U. Weil es da so ein Pikmin-Minigame gab, ja. Und ich hab das so hochgehypt, unnötig. Und bin ja irgendwie Pikmin-Fan geworden. Short Story. Ach ja. Ja, weil vorher doch die Anzeige so spät. Da wollte ich jetzt gucken, ob da ein Delay drin ist, ist aber nicht. Okay. Bin aber wieder da. Okay, dann joinen wir dir. Seit wann hat Laurin so einen hellen Schriftnamen? Das ist neu. Gell? Yeah? Liegt wahrscheinlich daran, dass ich schon bin. Present. Perfekt. Okay. Also, Pikmin 3, Pikmin 4. Pikmin 4 schießt mich komplett raus. Pikmin 4 hat mich. Pikmin 4 got me. Bayonetta 3 so halb, muss ich sagen. Ja, ist okay. Mein Game. Dass wir zu Mario und Rabbids mehr gesehen haben, finde ich nice. Die neuen Mairo-Krat-Strecken. Ja. Acceptable. Man hat ja nicht viel gesehen. Aber auch cool, dass man überhaupt was gesehen hat. Nein, ich bin nicht zurück. Ich will dahin. Und wir spielen Barrios Gold. Name vergessen. Fertig. Todesrasieren, Heini. Ja, ich hol den Rasierer unten raus. Ich hol ihn. Okay, also, das mit Resident Evil ist halt unnötig. Klar, okay, aber du besitzt das Spiel ja nicht mehr nicht. Wenn Nintendo sich dazu entscheidet, in 3, 4, 5 Jahren die Server runter zu machen, war's das, du kannst das Spiel nicht mehr spielen. Und zahlst wahrscheinlich trotzdem den Vollpreis von Nintendos üblichen Preisen von 60 Euro. Weißt du, was ich meine? Aber okay, Tears of the King. Tears of the King stelle ich mir tatsächlich fantastisch vor. Der Name klingt mysteriös. Die Tränen des Königs. Wann spielt es? In welcher Zeit? Wissen wir das schon, in welcher Zeit es spielt? Ja, nach BOTW. Hä? Nach BOTW. Spielt es danach. Ganz sicher.
Okay. Und Hyrule Warriors spielt ja vor diesen 100 Jahren, als die Zeit der Verheerung noch aktiv war, gell? Ja. Genau. Hab ich auch nie gespielt, hole ich mir auch nicht, finde ich ein bisschen unnötig. Hätte man auch ins Originalspiel implementieren können. Aber ist ja eine andere Geschichte. Tears of the King, die Tränen des Königs. Das lässt mich schon zwar. Ich habe gerade auf dem dritten Platz eine Blue Shell bekommen. Und Laurin hat sie voll abbekommen. Skip. Oh mein Gott. Hallo Bowie, was geht? Nein! Aber da ist Yoshi wieder. Wie kann man da runterfallen? Hast du gerade gesehen? Toad ist einfach immer aus dem Nichts gespawnt. Ich hab's on Stream. Guck es dir an. Pause an der Stelle. Guys, guck es dir an. Ich komme hier rausgedrift. Drift. Grafik ist schlecht, weil, wie gesagt. Ja. Hier ist niemand, ja? Ja. Ich werde getroffen. Ja. Hier ist immer noch keiner. Das spawnt tot. Und ich werde Siebter deswegen. Wegen der Aktion. Ich gehe gleich. Toad hatte den Geist. Okay, macht Sinn. Das gibt's ja auch noch. Wenn du Geist bist, bist du unsichtbar für andere Spieler. Okay. Ja, okay, ich habe nichts gesagt, Laurin. Ist okay. Wer von euch hat die Krone? Ich? Okay. Keine Ahnung. Wie viel da warst du? Ja. Ich hab die Krone. Ja. Ich hab 15 Punkte. Heini 1. Ich glaube, ein Heini hat die Krone. Heini. Hallo, Unge. Ich hab voll die Halsschmerzen jetzt. Vom Schreien. Nein, er. Weil wir führen als Team. Weißt du, was ich machen kann? Ich kann Laurin aus dem Stream bannen. Und ich kann dich aus meinem Haus verbannen. Gar kein Schiss. Na gut. Wir sind ja im Gegnerteam. Stimmt, ist true. Oh mein Gott, der war strong. Bitte. Ich bin ihm ausgewichen. Ich muss bremsen hier. Schütteln. Gib Gas, Mann. Jumpen. Hier Speed rausholen. Komm. Welcher Typ hat gerade den Nein? Geist gezündet. Natürlich! Am I fast enough? Ja, okay. Okay. Das wollte ich nicht. Das ist unfair gewesen. Ich hab gar nichts gedrückt. Legit nicht. Schlechte Leistung von mir an der Stelle. Ich war Zweiter und bin einmal runtergefallen, dann war ich Siebter und dann wurde ich von einem Ding getroffen, war Letzter. Okay. Du hast mich sogar beinahe überrundet.
Wir bleiben entspannt. Wir denken daran, Pikmin 4 kommt nächstes Jahr raus. Und das hypt uns alle. Ich hab Bock auf Schuhe. Okay. Du hast es gerade eben noch gesagt. Was ist denn das? Das ist einfach der falsche Charakter. Ja. Charakter. Ich mach das ganz kurz hier, ich glaube, das geht schneller. The Best, einen wunderschönen guten Tag, herzlich willkommen im Stream. Wir haben gerade technische Probleme. Ist normal. Mach doch schneller, bitte. Online-Turnier für Two-Player. Ja. Achso, ich wähle das einfach nur für dich aus. Okay. Komm rein und dann das. Ja, es tut mir leid. Laurin, mir tut es auch leid. Okay, wir sind aber wieder drin. Wir sind wieder drin. Laurin, mach einfach kurz eine neue Runde. Mach kurz eine neue. Perfekt. So will ich das. Sehr schön. Okay. Wir steppen rein. Heini auch. Ich war schneller als du. Ha! Okay, also wir bleiben wieder entspannt. Wir erinnern uns, Pikmin 4 kommt raus. Wir bleiben entspannt. Pikmin 4 catcht mich. Pikmin 4 catcht mich. Ich sag's dir, Pikmin 4 catcht mich anders. Pikmin 4 hittet. Dafür habt ihr eure Krone nicht mehr. Ha! So. Ja. Ja. Du hast auch nicht verdient. Ich weiß. Okay. So. Tschüss. Hier. Da ist das Fenster. Hab ich ausgewählt gehabt. Hatte die schreckliche Strecke. Wenn jetzt wieder der Regenboulevard kommt, beende ich den Stream nach der Runde. Okay. Okay. Guys. Letzte Runde für heute. Dann wird der Stream beendet. Habt ihr auch Bock? Sehr schön. Ich nicht. Muss gescriptet sein. Laurin cheatet wie sonst was. Nicht beenden. Doch, nach der Runde beenden wir. Okay, wir beenden dann jetzt an der Stelle. Scheinbar. Okay. Ich habe gesagt, wir beenden das Game, nicht den Stream. Okay, Guys. Mann. Leute, es geht mittlerweile ist bisschen weird. Und es ist spät. Ich habe meine fast 2 Stunden hinter mir. Ich habe meinen Greenscreen verschoben. Nach meiner Nähe. Nee, ich brauche Entspannung. Pikmin 4 kommt raus. Ich bin anders geheilt. Ich brauche ein bisschen Entspannung. Ich hoffe, das ist baby verständlich. Warum sieht der Stream so unfassbar laggy aus? Ist ja auch egal. Ich würde einfach sagen, wir switchen direkt die Szene und beenden. Und sonst bis 19 Uhr. Dann mach 5 Minuten Pause, ja. Ich beende an der Stelle. Ich habe gesagt, ich beende. Wettschulden sind Ehrenschulden. War das eine Wettschulde? Egal. Wenn dann, sehen wir uns dann am... Lass mal schon mal switchen. Da sollte Musik im Hintergrund kommen. Na, ist ein bisschen leiser, aber es kommt Musik. Guys, am Samstag machen wir Kirby die 100% voll im Stream. Da bin ich dann aber tatsächlich wieder alleine. Morgen kommt Kirby-Video, glaube ich. Übermorgen kommt ein Kirby-Video. Montag kommt ein neues Secret-Projekt. Ja.
Und am Sonntag, seid bereit, um 18 Uhr kommt ein fantastisches neues Projekt, in das ich so viel Zeit und Liebe reinstecken werde. Und ich möchte an der Stelle, wir möchten uns an der Stelle dann verabschieden. Wenn euch das Ganze gefallen hat, sehen wir uns safe beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Ciao, ciao. Ich muss hier drücken, gell? Ciao, ciao, Leute. Tschüssi. Ciao. Perfekt.